So, ich wollte jetzt diese wunderbare Musik noch weiterlaufen lassen. Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Let's Play Schlag den Raab. Ich habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit, dass ich mich hier zum Horst der Nation mache. Und was eignet sich dafür besser als Schlag den Raab? Wir haben Teil 2 und 3 schon gespielt. Jetzt werde ich mal das erste Spiel zocken. Ich habe gerade schon kurz reingeschaut. Im Endeffekt ist es das gleiche Spielprinzip wie immer. Lediglich, ja, die Grafik ist halt ein bisschen anders. Und anstatt Steven Gätchen haben wir Matthias Obdenhövel als Moderator, so wie es ja auch früher bei Schlag den Raab war. Und ich habe mich monatelang vorbereitet, habe Dokumentationen über den Mount Everest gesehen. Ich weiß jetzt endlich, wie hoch er ist. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Übrigens, ich habe es noch nicht, also ich habe es noch nicht angetestet hier, die Spiele und so. Oh Gott, die Musik geht wieder los. Jackpot 500.000. Ich starte jetzt einfach mal. Ja. Einspieler Jetzt normal. sind wieder unsere Zuschauer daheim vor den Bildschirmen gefragt. Wer spielt heute Abend um ganz große Geld? Rufen Sie uns an. Ja, diese netten Herrschaften habe ich mir vorhin schon angeschaut. Und ich würde sagen, wir nehmen ganz spontan den hier. Der sieht mir am sympathischsten aus. Tom, seines Zeichens Rock'n'Roll-Fanatiker mit dem Herz am rechten Fleck. Ja, das passt doch. Also ich könnte jetzt natürlich auch eine Frau spielen, aber ich finde den hier irgendwie cool mit seinem Bärtchen. Deshalb spielen wir Tom. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schlag den Raab. Oh yeah, das Publikum geht voll ab. Das erste Spiel des Abends ist Minigolf. Oh, okay, Minigolf mag ich eigentlich, also so in der Realität. Gut, die Spielinfo werde ich nicht lesen, weil der das ja gleich alles erklärt, sondern nur die Steuerung. Hältst du die linke Maustaste gedrückt, kannst du deine Spielfigur mit einer Mausbewegung drehen und damit zielen. Hältst du die rechte Maustaste gedrückt, kannst du mit schwungvollen Bewegungen der Maus Kraft sammeln. Lasse die Taste los, um den Ball mit der gesammelten Kraft zu schlagen. Okay, ich bin gespannt, wie ich das hinbekomme, denn bei den anderen Spielen hatte ich ja immer so ein paar Probleme mit der Maussteuerung. Aber okay, also mit links ausrichten und mit rechts Schwung holen. Ihr spielt pro Runde abwechselnd jeweils drei Bälle. Wer nach drei Runden die meisten Punkte hat, gewinnt. Ach, er sieht ja irgendwie lustig aus. Oh. Ich dachte jetzt, das wäre eine richtige Minigolfbahn. Ach, sowas. Okay, er macht direkt meine Haben wir vier. das Spiel vielleicht etwas zu leicht gemacht? Na, wo hast du den wohl hingespielt? Schon Na wieder also, eine es geht doch. zwei? Okay. Wie viele Runden? Drei, glaube ich, ne? Also jeder Ein sauberer Schwung mit dem Schläger, aber dreimal. wo wird der Ball liegen bleiben? Gut Ja! gemacht. Solch präzise Schläge muss man erstmal nachmachen. Oh Gott, ich bin dran. Ja, schick siehst du aus, so mit der linken. Wie war das jetzt? Ach so. Kann ich die auch? Hui! Okay. Ich würde sagen, so sieht's ganz gut aus. Und jetzt mit rechts Schwung holen. Oh, das ist wieder so wie bei den anderen Spielen auch, dass man die Maus so ein bisschen, ja, ziehen muss. Und das Ganze ist nicht Sag mal, hast du leicht. auch richtig gezielt? Ja, nein, habe ich nicht. Oh nein, ja, wenigstens eine Das war doch gar Eins. nicht so übel. Das sah total gerade aus irgendwie, aber okay. Was? Ich habe noch gar nicht justiert hier. Also so. Oh, das ist nicht leicht. Ich will ein bisschen über den letzten Strich da kommen. Mann, warum bin ich so schief? Noch Ja, ein paar das von geht diesen Schlägen und ganz statt der toll Kohle los. gibt's Hartz IV. Was? Ja, die Sprüche sind gewohnt amüsant, wobei nach einer Zeit gehen die einem ja immer so ein bisschen auf die Nerven. Boah, ist das hier. Es ist doch gerade. Ich meine, was will der denn? Wow. Ey, was? Ich habe voll den Rechtsdreh. Das wird eine 4. Nein, das Gute bleibt eine Punkte, 2. aber da geht noch mehr. Okay, Stefan ist wieder dran. Momentan sieht es ganz gut aus für Stefan. Ja, okay, er dreht das ein bisschen Und weiter wo rollt als der Ball ich. diesmal hin? Auch nur eine 2. Feini fein, aber schaffst du auch die Mitte?
Ja, die Sprüche nach jedem Schlag gehen einem jetzt schon auf die Nerven, aber egal. Das wird schöner schon. Schöner Abschlag. Was? Okay, eine 4 geht sehr noch. Sehr schön. Das gibt ein paar wertvolle Pünktchen. Okay, ich glaube, ich muss definitiv ein bisschen weiter ausrichten, ein bisschen mehr justieren noch am Anfang. Immerhin, beim nächsten Mal schaffst du aber die 10, versprochen? So, Tom ist dran. Warum zeigen die immer ihn? Also, ich bin ja jetzt relativ weit links. Hallo, kann ich mal bitte drehen? So, das sieht mir voll passend aus. Sieht mir passend aus, hört sich auch geil an. Komm bitte, Power, Power. Nein, das war... Nein, das habe ich immer mit der rechten Seite. Was? Nein, das war nix. Da heißt es weiterkämpfen. Ja, komm. Nur nicht aufgeben. Komm, laber mich nicht voll hier. Ich bin schon wieder im Stress und das beim ersten Spiel. Wie habe ich denn immer so einen Rechtsdreh? Was ist denn los? Komm schon. Na komm schon. Na komm schon, warum nicht? Warum nicht? Ich hasse das so. Das ist wie bei den anderen elegant Spielen auch. Komm schon, eine 10. Eine 6. Eine 6. Ja, aber das ja. War ganz gut. Geil, wenigstens etwas. Okay. Was steht da? Ach, das ist der Eimer. Ich dachte gerade, das wäre irgendwas anderes. So. Ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Ich glaube, so ist es ganz gut. Nein! Eine 4. Ja, gut. Okay. Und nächstes Mal ein bisschen mehr in die Mitte, ja? Bin ich und mit auch zufrieden? Heute Abend liegt er vorn. Ein viel zu vertrautes Bild. Findest du nicht auch, Stefan? Ah, Stefan antwortet gar nicht. So weit, so gut. Ach so, dann ist diesmal echt nur der Obdenhöfel synchronisiert. Haben wir das Spiel vielleicht etwas zu leicht gemacht? Ja, komm, du musst nicht immer das Gleiche sagen. Warum darf der eigentlich immer mittig anfangen? Na, ja, also, das könnte ich noch schlagen. Okay, er darf doch nicht immer mittig anfangen. So, einmal rechts, einmal Mitte, einmal links, ne? Kann das sein? Was? Eine 4, gut bitte? Gemacht. Solch präzise Schläge muss man erstmal nachmachen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Hat das als 4 oder als 6 gezählt? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt. Wie soll ich das noch einholen? Einmal die 10? Oh, so könnte passen. Na komm schon, Power. Komm schon, weiter, 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 6, 6. Das war doch gar nicht so ja. Übel. Ja. Okay. Oh, das wäre so schön, wenn ich direkt das erste Spiel gewinnen würde. So. Komm schon, nein, nochmal, komm schon. Und los geht's. Nein, zu weit rechts, nein, 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 nein. Was war das denn? Scheiße war das. Das war richtig scheiße. Fuck. Okay, also ich werde es wohl nicht mehr schaffen. Außer ich treffe jetzt die 10. Was höchstwahrscheinlich nicht passieren wird. Komm, komm, komm. Power, power, power. Ich hasse das so. Power, power, power. Der Ball rollt die Zielscheibe entgegen. 10! Nein. 4. Gute Punkte, aber da geht noch mehr. Okay, ich habe aufgeholt. Stefan Raab triumphiert beim Golf. Na gut. Achso, drücke die linke oder die rechte Steuerungstaste. Na komm, ein Punkt. Ist auch egal. Kommen wir zum nächsten Spiel. Mehr oder weniger? Oh, das ist wieder sowas, wo man wahrscheinlich schätzen muss, ne? Sind es mehr als so und so? Zwei Objekte werden mit Objekten bedruckt, danach bekommst du eine Frage gestellt, die sich auf die Eigenschaft tippe anschließend. Okay, Steuerung. Nachdem du dir das Bild angesehen hast und die Behauptung aufgestellt wurde, kannst du mit der Tastatur verdeckt deine Einschätzung geben. Drücke die Taste J, wenn du denkst, dass die Eigenschaft der Objekte 1. Drücke K, die ohne Knubbel, okay, wenn du glaubst, dass es umgekehrt ist. Also J muss ich drücken, wenn du denkst, dass die Eigenschaft der Objekte überwogen. Ja, ich mach's einfach mal. Ihr spielt gleichzeitig.
haben alle ihren Tipp verdeckt eingegeben, wird aufgelöst. Wer viermal daneben liegt, scheidet aus. Welche Objekte wären übereinander gestapelt höher? Fünf LKW, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ach du Scheiße. Boah, vermutlich die Pferde mit Reiter, ne? Wenn der Reiter da noch drauf ist, kommt drauf an, wie groß der Reiter ist. Ja! Okay, 19 Meter, 21,6. Ja, mich würde mal interessieren, wer das gemessen hat. Achso, ich muss jedes Mal die Steuerungstaste drücken. Das Glück ist im Augenblick recht fair verteilt, aber wie lange noch? Ja, das frage ich mich auch. Welche Werkzeuge wären zusammen lauter gewesen? 1, 2, 3, 4. Oh Gott, so schnell kann ich gar nicht zählen. Kreissäge? Ja, und? 1, 2, 3, 4. Was ist das? Ist das so eine Nagelpistole? Ja, dann das erste. Die sind lauter, auf jeden Fall. Was sagt Stefan? Oh, der sagt das auch. 1870 Dezibel und 1700. Das Glück ist im Augenblick recht fair verteilt, aber wie lange noch? Mensch, sag doch nicht immer das Gleiche. Welche Objekte wären aneinander gerade länger? 1, 2, 3, 4, 5, 6, was? 7, 8, 9, 100 Wohnwagen? Und? Also nur die Wohnwagen ohne Autos. 1, 2, 3, 4. Ja, das. Klar. 2. Würde ich jetzt sagen. Weil so eine Lok ist doch schon... Ja. 60,5 und 80. Okay. Auf welchem Bild lag mehr Gewicht? 1, 2, 3, 4. Oh Gott, ich kann so schnell gar nicht zählen. Footbälle. Okay. Basketbälle. Oh. Mit flinken Augen und mathematischem Gespür kann man die richtige Antwort schon erahnen. Ich würde sagen, das erste, weil das um einige mehr waren, auch wenn die vielleicht ein bisschen leichter sind. Ja, aber Stefan auch. Oh Mann. Na gut, weiter. Welche Länder hätten insgesamt mehr Einwohner? Ach, was ist denn das für eine Flagge? Ich würde jetzt spontan sagen, dass... Nee, ich weiß es nicht. Okay. Ich habe keinen Plan. Oh, was ist denn das eine für eine... Eine 50-50-Chance. Was ist das für eine Flagge? Das kommt mir so... Also zumindest die zweite kommt mir so bekannt vor. Ich sag einfach zwei. So geht das. Mann! Das wäre jetzt noch echt gut, wenn die geschrieben hätten, welche Länder das wären. Aber egal. Auf welchem Bild hatten die Lebensmittel mehr Fett? Eine Erbse. Also zumindest eine Schote. Erbsenschote. Und? Eine Erdbeere. Mehr Fett? Was? Mehr oder weniger? Das finde ich jetzt schwer. Mehr Fett? Oh, dann vermutlich die Erdbeere wegen Zucker, Frucht, Zucker, Fett. Ich habe keinen Plan. Ja, richtig. Cool. Oh, das wird, glaube ich, eine lange Runde. Das Glück ist im Augenblick recht fair verteilt, aber wie lange noch? Wir wissen es. Welche Sportfelder hätten insgesamt die größte Gesamtfläche? Ein Fußballfeld? Ich habe keine Ahnung, wie groß das ist. Tennisplatz. Ja, das Fußballfeld ist größer. Natürlich. Oder mache ich mich jetzt zum... Nee, Fußball. Ja, ich wollte schon sagen, Tennisplatz ist doch gar nicht so groß. Das Glück ist im Augenblick recht fair verteilt. Oh, Alter. Wie lange noch? Du nervst uns. Welche Bauwerke wären übereinander gestapelt höher? Der Eiffelturm. 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal. 8-mal Eiffelturm und... Was ist das denn für ein komischer Tower? 2, 3... Oh, ich sag der Eiffelturm. Ich sag Eiffelturm. Yo. Ja! Stefan, du bist bald raus, wenn das hier so weitergeht. Auf welchem Bild wurde insgesamt mehr Leistung verbraucht? Was? Was ist das? So ein Sandwich-Toaster? Okay, 1, 2, ich konnte nicht zählen, wie oft. Bügeleisen.
Ja, der Sandwich-Toaster verbraucht mehr, würde ich sagen. So geht das. Mann! Nein! Nein! Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Auf welchem Bild hatten die Lebensmittel mehr Kalorien? Oh, Erdnüsse haben viel Fett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erdnüsse? Oh. Eins. Das sind ja immer. Bitteschön, dann gebt mal euren Tipp ab. Ich glaube, die Erdnüsse haben mehr als die Haselnüsse. Ja! Nein! Fuck! Nein, ich bin gleich raus! Auf welchem Bild hatten die Tiere ein höheres Gesamtgewicht? 3 Pferde, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Pferde, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, die. Oh Na, Gott! Was meinst du? Oh Gott, das ist schwer. Ach du Scheiße. Oh, kommt darauf an, ob Alligatoren oder Krokodile. Ich versuche mich nur rauszureden. Ich sag Bild 1. Ja, Gott sei Dank. Oh, sogar sehr viel schwerer. Welche Sportfelder werden aneinandergereiht länger? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Footballfelder, 7. Ich habe keine Ahnung, wie groß die sind. 7 Footballfelder, Eishockey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sind auf jeden Fall kleiner, würde ich sagen. Also, ich jetzt ein wenig überfordert. Also, eins ist größer. Ja, boah, was eine lange Runde. Stefan und ich sind gleich gut oder gleich schlecht oder haben gleich viel Glück. Welche Autobahnstrecke wäre aneinandergereiht? Was? Keine Ahnung. Kann ich knicken? Kenne ich mich null mit aus mit Autobahnen. A10 oder was? A45. Ah, die kenne ich. Ah, die A45 kenne ich sogar. Ich habe keine Ahnung. Oh. Also, ich müsste da jetzt raten. Ja, ich muss auch leider raten. Also A45 kenne ich, A10, keine Ahnung, wo die so herführt. Ich sag, 2 ist länger. Nein! Nein, jetzt bin ich raus, ne? Boah, es war aber knapp. Guckt mal bitte, das war echt knapp. Shit. So geht das. Finde ich nicht in Ordnung. So viel Glück hat Stefan noch gar nicht nötig. Nee, das hat er voll nicht verdient. Ach, Manno. Ja, komm, er hat 3.